Weihnachten soll ja eigentlich ein sehr schönes Fest werden, auch für uns Menschen. Für viele Tiere bedeutet es leider auch eine Menge Stress. Neben mir sitzt Frau Römer, sie ist Tierpsychologin. Warum leiden Tiere so viel unter Stress an Weihnachten und Silvester? Wahrscheinlich deshalb, weil das nur einmal im Jahr vorkommt und deshalb auch keine Gelegenheit ist, im Jahr sich darauf vorzubereiten, sich daran zu gewöhnen, dass viele Menschen zu Besuch bekommen, ein ständiges Kommen und Gehen, ein Hektik einkaufen, Dinge anschleppen, die anders riechen als sonst. Da wird gekocht und man bekommt nichts mit als Hund. Man sitzt da und das Wasser läuft einem im Maul zusammen. Und man wird immer weggeschickt und dann wird so ein Tier ganz unruhig und ganz nervös. Und wenn Silvester naht, die Tage davor und danach, da wird geknallt draußen. Das Tier erschrickt sich und kann das überhaupt nicht einordnen, weiß ja gar nicht, woher die Geräusche kommen. Und Sie wissen ja selbst, wie heftig da manche Knallkörper explodieren. Und das ist schon für viele Tiere der absolute Horror. Und dann werden sie möglicherweise durch das erste Silvester, was sie in ihrem Leben erleben, für ihr ganzes Leben traumatisiert und haben später sogar Angst, wenn eine kleine Kinderpistole knallt oder wenn der Gewitterdonner grollt. Und es ist wirklich wichtig, dass Tiere daran gewöhnt werden. Und das sollte man wirklich machen, wenn sie eben noch keine Angst haben. Wie hier der Hund Booster, der zum ersten Mal Silvester und Weihnachten erleben wird. Und wenn wir ihn denn jetzt richtig darauf vorbereiten, dann wird er das als nicht beängstigend empfinden, die Knallerei. Wie kann man den Hund denn daran gewöhnen, diese lauten Geräusche auszuhalten, wie zum Beispiel an Silvester? Ja, es gibt eine CD im Handel mit Umweltgeräuschen. Da ist alles Mögliche drauf. Gewitter, Gewehrschüsse und auch Silvesterknaller, Feuerwerk. Und jetzt in den Wochen vor Weihnachten und Silvester soll der Booster jeden Tag diese CD anhören mit den Feuerwerksgeräuschen und in immer steigender Lautstärke. Und zwar aber immer so, dass er keine Angst dabei empfindet. Sobald er sich erschreckt, wenn die Geräusche ertönen, dann war es zu laut und dann müssen wir die Lautstärke wieder runterdrehen. Er wird also langsam an die Geräusche gewöhnt und die werden immer lauter gedreht, bis sie original laut hinterher zu hören sind. Und er sollte ruhig dabei bleiben, ganz gelassen und cool. Und wenn wir das jetzt die Wochen vor Silvester machen, dann hoffe ich, dass er also dann im Ernstfall bei Silvester auch ruhig bleibt. Die CD habe ich mitgebracht, die werde ich der Familie jetzt leihen, denn das ist ja nur eine Sache für ein paar Wochen, die muss man sich nicht unbedingt anschaffen. Vielen Dank, Frau Römer. Ja, und dann wollen wir mal hoffen, dass Booster ein schönes Silvester erleben wird.